Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Gothic 3. Ich habe Gott sei Dank noch einen Schnellspeicher-Save gefunden, womit ich quasi Medarion noch nicht verloren habe, wie am Ende der letzten Folge. Und ich versuche jetzt mit ihm loszugehen und hoffe, dass das irgendwie klappen wird. Genau. Der Tempel von Morasul ist geöffnet. Das war ja auch nicht zu übersehen. Die Toten wandern über das Land und machen alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich. Wir müssen dem Treiben ein Ende bereiten. Was können wir tun? Die Horden der Toten werden angeführt von 5 untoten Feldherren. Wenn diese fallen, können wir das Schlimmste verhindern. Lass uns die Untoten aufmischen. Ja, lass uns in die Schlacht ziehen. Die Feldherren des alten Volkes gehören nicht in diese Zeit. Ihre Herrschaft ist schon lange vorbei. Folge mir. Okay, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich hoffe jetzt nicht, dass er wieder an der Wand disappiert. Das wäre ärgerlich. Oh, Gott sei Dank, er zieht durch. Oh, schön. Gut, boah, ich bin so froh, dass ich da gestern noch, kurz bevor ich mit ihm los bin, noch einen Schnellspeicher-Safe angelegt hatte, weil ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass ich nicht mehr nochmal einen Safe hatte irgendwie. Ich habe gerade nochmal vor der Aufnahme jetzt geguckt und hatte mich jetzt schon fast damit abgefunden, das jetzt alleine machen zu müssen und Medarion nie wiederzusehen, aber Gott sei Dank, hat das jetzt nochmal alles geklappt. Wunderbar. Okay. Ja, dann werden wir jetzt erstmal die Feldherren aufmischen. Achso, das ist der eine Nomade, der wieder zurückkommt. Ich werde jetzt Medarion noch nicht töten. Wobei, warte mal. Ich hätte ja dann alle Quests für alle Magier eigentlich soweit erledigt, oder? Ich muss das dann nochmal im Questlog nochmal irgendwie checken, aber ich glaube... Ich hätte dann alle Wassermagier gefunden und mit allen gesprochen. Oh je, das wird jetzt aber eine wilde Nummer hier. Einfaches Skelett. Ja, Feuer-Eis-Kombination ist eigentlich ganz cool. Oh. Armselige Kreatur! Die Skelette sind ein bisschen gefährlicher. Er geht einfach wieder. Er sorgt dafür, dass das Skelett einfach weiter eingefroren bleibt. Auch okay. Ah Mist, jetzt habe ich so einen Obstkompott gegessen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Die geballte magische Energie, die auf die Viecher einprasselt. Ach, das waren schon alle. Ich habe schon irgendwie 3 getötet gehabt. Das war jetzt der letzte im Grunde. Wie der weggefetzt ist, ist ja auch geil. Ja, okay, dann wird das jetzt hier noch ein sehr leichtes Schaulaufen jetzt hier werden. Das war ja der letzte untote Feldherr. Na komm. Um dich ist es nicht schade! Wie so ein rostiger Zweihänder mit der Rüstung aussieht, bestimmt ganz geil eigentlich. Wo hab ich die denn? Hier. Ah, ich darf die nicht tragen. Alles in Ordnung? Klar. Bleib dicht hinter mir. Wir müssen sie alle erwischen. Ich sammle jetzt halt nochmal Ruf bei den Nomaden, aber gut, ist egal. Am Ende des Tages geht es jetzt halt mir eher um die Erfahrungspunkte, die ich dringend brauche, um schnell auf 300 altes Wissen zu kommen. Damit nicht nur meine Zauber mehr Damage machen, sondern ich auch noch die grobe Ader noch tragen darf. Ich bin gespannt, ob die hier irgendwie neu texturiert wurde. Das fände ich ja mal spannend zu wissen. Dich wird niemand vermissen! Das fände ich wirklich mal interessant. Ich meine, ich fand die ursprüngliche Robe eigentlich auch schon ganz cool, muss ich sagen. Aber vielleicht eine Retexturierung würde ja auch passen irgendwie. Wenn wir jetzt einmal hier unterwegs sind, dann putzeln wir jetzt nochmal alles, was hier in der Gegend irgendwie kreucht und fleucht. Oh Mann, um dich ist es nicht schade! Aber gut, das macht jetzt nichts mehr, weil ich habe. Oh, ich bin 12 und das ist lustig. Liebende Sandcrawler. Warum nicht? Nee, ich meine, am Ende
sind diese Fail-Shots jetzt durch die Feuerbälle und Eislanzen und so, es spielt jetzt alles keine Rolle mehr, weil dadurch, dass ich eh wieder unendlich Mana regenerieren kann, ist es halt sowas von egal, ob ich jetzt mal einen Treffer lande oder nicht. Ich weiß noch, ich habe mich halt bis vor kurzem noch ultra darüber aufgeregt, wenn ich es nicht geschafft habe, da was zu machen. Naja. Ich glaube echt, Medarion würde jetzt mein erstes Todesopfer werden. Wir dürfen nicht zögern. Das wäre unser aller Tod. Nicht aufgeben. Folge mir. Ich überlege halt gerade wirklich, ne? Aber ich glaube wirklich, also ich werde nochmal in die Questlogs gucken, ob ich da noch irgendwas mit den Nomaden oder Wassermagiern zu tun habe. Aber ich glaube, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich jetzt nur noch Assassinenrufpunkte, um nach Ishtar reinzukommen. Und ich glaube, wenn ich hier mit Medarion durch bin, kann ich anfangen, endlich auf die Nomaden Jagd zu machen, weil ich dann so das meiste für die erledigt habe. Bald haben wir es geschafft. Los, weiter! Das kriegen die immer nochmal 1000 Erfahrungspunkte. Das ist schon lecker, muss ich sagen. Bin schon gleich wieder in Stufe aufgestiegen. Stufe 41. Die Untoten gehören einfach nicht in diese Welt. Die Feldherren der Untoten sind Geschichte. Sehr gut. Dann haben die Toten bald wieder Ruhe. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gib auf dich Acht. Wir alle brauchen dich noch. Nimm die mit auf den Weg. Adanos sei mit dir. Ich widme mich wieder meinen Studien. Es gibt noch viel zu tun. Oh, geil. Noch ein paar Tränke abgechabbert. Aber wie gesagt, ich meine eigentlich, dass wir jetzt hier großartig mit den Nomaden durch sind. Klar, hier müssen wir alle Wassermagier töten, klar. Geschäft mit Basir, das sind halt irgendwelche Assassinen-Quests. Aber eigentlich alle. Der fünfte Tempel. Das ist im Endeffekt egal. Alle. Nö. Ich hab nichts mehr mit den mit den Wassermagiern. Ich kann die jetzt eigentlich töten gehen. Die Jagd endlich eröffnet. Und Medarion wird mein erstes Opfer werden. Ich habe euch lange gedient, doch jetzt ist auch wieder gut. Es wird heftig, aber ich glaube, ich schaffe ihn. Auch dir werde ich helfen! Der hat mir aber gut mitgegeben, mit der Bruder. Aber nicht, dass er sich geheilt hat. Jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Problem wie immer. Boah, das hat wehgetan. Dir werde ich helfen! Okay, dann lieber im Nahkampf, ist mir gerade ein bisschen weniger risikoreich. Ich muss ihn einfach nur ein paar Mal abstechen. Fehlende Ausdauer. Jetzt stirb. Drei Ruf bloß, mehr nicht. Ich dachte, das bringt viel mehr. Nein, wo ist der Stab? Der Stab ist verschwunden. Ach, da unten ist er. Der hat sich einfach verselbstständigt, der blöde Zauberstab. Okay. Das hat nur drei Rufpunkte gebracht. Ultra weak. Wow, der hat eine Reichweite mehr. Macht 8 Schmetterschaden weniger und bringt mir nicht mal Mana. Aber er sieht viel geiler aus. Aber der Stab bringt mir halt immer noch deutlich mehr. Boah. Okay. Damit haben wir den ersten getötet. Ich glaube halt auch, dass hier, Gonzales auch gut bezahlt für jeden Wassermagier, den wir töten. Warte mal, ich prüfe das mal ganz kurz.
Aber ich meine, es ist so. Aber ich weiß noch, bei meinem ersten Spieldurchlauf, ne? Wo ich Gothic 3 damals so gespielt hatte oder und dann so hier diese Quests bekommen hatte und so, ich dachte mir so, ich werde niemals die für die Assassinen arbeiten. Ich werde niemals die Wassermagier töten, so. Das konnte ich nicht übers Herz bringen, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, im nächsten Run mache ich es halt vielleicht wieder anders. Da töte ich halt wieder Assassinen, mein Gott. Wegen der Wassermagier. Sprich schnell! Was hast du zu berichten? Merdarion ist erledigt. Wunderbar! Auf dich kann man sich verlassen. Hier, dein Lohn. Ja, das bringt nochmal 1000 Gold. Also auf die Wassermagier Jagd zu machen, ist tatsächlich ein lukratives Ding. Sollte ich machen. Kann ich vielleicht jetzt sogar mit Anga nochmal losziehen? Übrigens. Ich soll dir einen schönen Gruß von Ashnu ausrichten. Er hat ein Paket erhalten. Vielen Dank. Ich werde ihm bei Gelegenheit mal wieder einen Besuch abstatten. So, dann legen wir uns mal kurz hier pennen. Vielleicht könnte ich jetzt sogar mit Anga losziehen und die anderen Wassermagier umlegen. Ich meine, würde ja super gut passen, so zwei Templer. Komm mit. Auf geht's. Das hat ja schon was, so wir beide in schwerer Templer-Rüstung. Das Templer-Duo. Schon geil, muss ich sagen. Okay, alles klar, ja, was machen wir als nächstes? Ja, jetzt eigentlich können wir jetzt wirklich die Nomadenjagden machen, eigentlich so. Wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt groß gegensprechen würde. Wir können jetzt Kajor und seine Sippe nochmal ausrotten. Oder wir gehen erstmal zu Hurit. Das würde auch nochmal, wichtig werden, glaube ich. Warum habe ich eigentlich den Lichtzauber da unten in die Leiste gelegt? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht so. Ich habe den Telekinese-Zauber in Gothic 3, glaube ich, noch nie verwendet, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Ich müsste irgendwo mal einen Gegenstand finden, der rumliegt oder eine Pflanze oder sowas und dann müsste ich den eigentlich mal testen. Also wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt hier Kaios Sippe von Merdarion nochmal platt machen oder wir gehen zum Tempel von Aichedin und töten Satoras und Myxion und die anderen Nomaden. Oder wir gehen hier in die Wüste und töten Hurit. Ich würde aber wahrscheinlich erstmal sagen, wir töten erstmal Kajor. Die Sippe von Merdarion. Wir haben jetzt Merdarion getötet. Jetzt können wir den Rest eigentlich auch nochmal erledigen. Von der Truppe. Alleine, habe ich ja letzte Folge gesagt, alleine traue ich mir es irgendwie noch nicht zu. Auch bei Riordian, die Sippe ist mir auch noch ein bisschen zu groß. Traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht zu. Aber jetzt, wo ich Anga dabei habe, jetzt wäre das, glaube ich, nochmal was anderes. Und ich glaube, ich habe jetzt ja auch nochmal eine etwas bessere Rüstung. Und ja, dementsprechend. Ach, dass das nur 3 Ruf bei den Assassinen bringt, die Wassermagier zu töten. Das finde ich tatsächlich ein bisschen wenig. Da hatte ich irgendwie mehr in Erinnerung gehabt. Ich dachte irgendwie an 5 oder 10 oder so, aber naja, gut, okay. Wenn du halt alle 6 Wassermagier tötest, hättest du ja alleine schon 60 Ruf bei den Assassinen. Das würde auch irgendwie wenig Sinn machen. Von daher. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal hier in der Folge schön leveln. Und looten, das wird jetzt wichtig. Wie gesagt, für die Nomaden habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Watras werde ich nicht rausholen aus dem Knast. Der wird da verschimmeln in Lago. Wobei andererseits muss ich da eigentlich schon nochmal irgendwie rein, um den zu töten, ne? Vielleicht wird Watras der glückliche eine Wassermagier werden, der überlebt, weil er gefangen ist. Elendes Drecksvieh. Hier, warte mal, da sind jetzt hier Gegenstände. Warte mal, ich versuche die jetzt mal. Ich habe noch nie den Telekinese-Zauber probiert. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Ah, okay, der fliegt jetzt einfach zu mir. Ich drücke jetzt auch gar nichts mehr. Ist ja wild. Ich drücke nur einmal ganz kurz linke Maustaste, dann führt er die Animation aus, dann kommt der Gegenstand zu mir geflogen. Cool. Okay, haben wir den auch mal gesehen, den Zauber. Wie gesagt, ich habe den noch nie verwendet. Mir fällt auch keine Szenerie ein, wo man den mal brauchen könnte in Gothic 3. So bei Gothic 1 und vielleicht auch Gothic 2, da gibt es ja so diese Main-Quest-Dinger, wo man den einmal benötigt, wo man aber auch irgendwie eine Spruchrolle bekommt, um den zu benutzen. Aber ansonsten braucht man den einfach nicht. Naja. So, guck mal, hier haben wir noch eine Menge Pflanzen. Die will ich noch schon irgendwie haben. Ach ja, hier. Genau, da ist die Leiche von Merdarion. Tja, Anga. Scheiße.
Anga, show me what you've got. Ja, mein Zauber macht mittlerweile ein bisschen mehr Schaden gegen den Tempelwächter. Oh Mann, Alter. Hängt er mir genau in den Zauber rein. Man merkt einfach, dass ich, oder ich merke einfach, dass ich mächtiger geworden bin, mehr altes Wissen habe mittlerweile. Und dementsprechend auch viel Damage raushaue. Selbst an Tempelwächtern, die ja eigentlich relativ gut zauberresistent sind. Ja moin, was geht? Elendes Drecksvieh. Das war's für dich, Mistvieh. Vor allem, wie das Vieh auf einmal neben mir stand. Hab ich gar nicht mitbekommen. Also, ja moin. Was geht? Da haben wir noch ein paar dunkle Snapper. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die. Nice. Okay, hier gibt's noch einiges zu holen. Also nicht nur an Pflänzchen, sondern auch noch an Erfahrungspunkten. Also ich war noch nicht gründlich hier, muss ich sagen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass hier Viecher nachspawnen. Was ich ja gut finde grundsätzlich. Weil man auf diese Art und Weise noch viel mehr Loot und Erfahrungspunkte halt rausholen könnte. So, was haben wir hier? Irgendwas Spannendes. Ein Sarg. Mit einer Gargoyle-Figur. Hier liegt also irgendwer Wichtiges. Schade nur, dass ich diesen Sarg nicht öffnen kann. Ein bisschen belastend. Ich muss ein bisschen genauer gucken. Mir wurde gesagt in die Kommentaren, dass ich manchmal ein bisschen schlampig gucke. Und dann irgendwo eine alte Steintafel irgendwo liegt, die ich dann irgendwie übersehe. Aber ich sehe jetzt hier auf Anhieb nichts. Naja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Wo ist Anga? Komm. So, wir haben eine Mission. Wir müssen Nomaden töten gehen. Boah, ich glaube, so wird das nichts. Keine große Hoffnung. Erstmal Kaffee. Gab's hier nicht eigentlich noch einen Drachen oder hatten wir den schon getötet? Irgendein großes Vieh gab's doch hier mal, aber ich glaube, ein Urvieh oder so, aber ich glaube, das hatten wir schon getötet. Ja! Gut gemacht! Elendes Drecksvieh! Wie viel Geld ich jetzt sparen könnte, indem ich jetzt einfach keine Mana-Tränke mehr kaufen muss. Ich muss ja, das ist halt wirklich das Gute, ne? Ich muss keine Tranktouren mehr machen. Das war's für dich, Mistvieh. Es gibt einfach keine notwendigen Tranktouren mehr, die ich rausschneiden muss. Ich kann das jetzt alles mal entspannt nebenher immer wieder mal so ein bisschen machen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt auch einfach mal anfangen, Geld zu sparen. Ah, die Hitbox der Viecher das sind eher unter für dich, denen. Mistvieh. Das ist natürlich auch interessant. Genau, hier war das Lager von Kafus Wachen. Apropos Kafu, da muss ich dann nochmal gucken. Irgendwie gibt es noch eine Quest mit dem, aber ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Da ging es irgendwie um das Wasser. Ich habe gerade irgendwas gelesen im Questlog mit Wasser. Muss ich nochmal gucken. Ich versuche mal. Ich müsste mal eine Folge lang versuchen, mal nur im First Person zu spielen. Das wird schon heftig werden, ehrlich gesagt. Gothic 3 only First Person. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie im First Person gekämpft in Gothic 3. Ich probiere das mal. Ich hatte das ja mal mit Gothic 2, hatte ich mal einen Run gehabt, wo ich mal Gothic 2 nur im First Person gespielt habe. Da haben aber viele gesagt, so, dass sie da mit Motion Sickness und so, dass denen das nicht so gut bekam. Und ja, mal gucken, wie es jetzt hier in Gothic 3 ist. Ich habe da zum Glück anscheinend weniger ein Problem damit. Aber
Nur weil das bei mir so ist, heißt ja nicht, dass es bei anderen auch so sein muss. Aber das gibt mir hier irgendwie so Kingdom Come Deliverance Vibes, muss ich sagen. Wenn ich so den Schatten vor mir sehe. Ich sehe sogar meinen Körper. Das ist sogar selten tatsächlich. Ich glaube, bei Gothic 2 und Gothic 1 im First Person hast du gar nichts gesehen. Da warst du einfach nur die Kamera. Du bist zur Kamera geworden, wenn man so will. Mal gucken, wie das funktioniert. Also klar, im Third Person ist alles ein bisschen einfacher, aber ich würde tatsächlich mal versuchen, jetzt einfach just for fun, würde ich einfach mal versuchen, dieses Nomadengesindel da jetzt mal im First Person zu klatschen. Mit Zauber natürlich, ist klar, aber trotzdem. Das könnte schon spannend werden. Es sind relativ viele hier drin. Ich glaube, 7 oder 8 sind es. Also das ist schon nicht ohne. Das wird unangenehm. Okay, ab in First Person, speichern. Und dann Eiszauber da mal reinjieten. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Aufhören, sofort! Eigentlich muss ich nur Kayor töten. Bleib stehen! Was für ein Cheater, er kann einfach im Laufen Bogen schießen. Du hättest dich besser nicht mit mir anlegen. Anger, ich dachte schon, du wärst das. Also ich dachte schon, du bist ein Gegner. Ja, aber das waren ja noch nicht alle, es sind ja noch mehr drin. Aber es gab auch keinen besonderen Questerfolg jetzt oder so, dass ich den getötet habe. Also ich bin mir sicher, da drin ist noch jemand. Das waren noch nicht alle. Waren das schon echt alle? Oh, mein Kopf! Oh. Hör! Oh. Oh. liebe ich auch in Gothic 3 diese Ragdoll-Effekte. Die sind super, ey. Na gut, Anga, dann lass uns mal hier kurz nochmal eine Nacht rasten und dann gehen wir weiter zu Hurit in die Wüste. Das hat aber erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Also jetzt hier im First Person. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch mal ein paar Folgen so zwischendurch, vielleicht jetzt nicht jede Folge, aber mal so ein paar Folgen zwischendurch einfach mal so eine First Person Challenge sehen wollt. Das wird vielleicht in Nordmar später dann nochmal interessant werden. Natürlich, weil ich da halt gegen ein ganz anderes Kaliber kämpfen muss als so eine kleine Gruppe Nomaden. Das wird dann nochmal ein bisschen heftiger werden. Was wir aber auch nochmal machen könnten, in dem Teil da hinten von dem Ruinenfeld von Morasul, hier war ich auch noch gar nicht gewesen. Also da gibt es auch noch ganz viel zu holen an Viechern und an Erfahrungspunkten. Eigentlich sollte ich das nicht auslassen. Ich sollte jetzt wirklich versuchen, jeden Erfahrungspunkt mitzunehmen, bevor ich nach Myrtana zurückkehre, wie ich kriegen kann. Weil ich brauche halt auch Geld, ne? Wir sind finanziell komplett ausgetrocknet, wir sind bei 12.000. Wenn wir uns hier irgendwelche fancy Roben kaufen wollen und so, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Ich meine, wie gesagt, so Jagdzeugs, das bringt nicht sehr viel Geld, aber so ein bisschen Kleinvieh macht halt auch Mist. Gut gemacht! Das Schnetzelkommando. Das war's für dich, Mistvieh. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Truhen und Schätze hier, die wir jetzt knacken können. Da hinten ist auch irgendwas. Feuergolems sind da, geil. Boah, Junge, wie viele Crawler hier sind, das ist ja Wahnsinn. Ich bin einfach fucking OP geworden. Da sind schon viele Crawler hier. Ich kann jetzt das Schwert mal kurz zum Überbrücken nutzen, während mein Mana sich wieder auffüllt. Ey. Ja, wieso treffe ich den nicht? Oh, jetzt habe ich schon wieder so ein Treffer-Bug-Problem. Oh je.
Ja, manchmal ist das ein bisschen unglücklich. Okay, Ange. Leg los. Das war's für dich, Mistfee. Das ist halt absurd. Er hat halt kaum Leben verloren. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich merke, wie ich in diesem Run hier mit so viel mehr Companions spiele als sonst. Weil am Anfang hast du es als Magier halt wirklich schwierig. Gerade mit dem ganzen Verschleiß an Mana-Tränken und dem Geld, was damit einhergeht. Ist ein bisschen wie beim Studium. So, du musst die ersten Jahre, während du jung bist, musst du ultra viel Geld aufbringen, um irgendwas aus dir zu machen. Aber wenn du dann das Studium einmal geschafft hast und irgendwie deinen Doktortitel machst, dann ist easy. Das kann man so ein bisschen, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen. So Magier spielen in Gothic, ein bisschen wie studieren im echten Leben. Also, man hat so gewisse Parallelen irgendwie. Würde ich jetzt mal sagen. Aber Junge, was hier noch an Fauna, an Flora hier noch unterwegs ist. Ist ja Wahnsinn. Junge, wie viele Pflanzen. Ist ja absurd. Schakale sind auch noch hier. Mittlerweile habe ich so viel altes Wissen. Ich lasse sie mal alle rankommen, damit ich nicht jedes Mal dahin laufen muss, um die zu looten. Das war's für dich, Mistfee. Wie gesagt, die Felle und so sind ja nichts wert bei den Schakalen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Ah, da ist ja noch einer. Elendes Drecksvieh. So. Ja, wir können hier noch so viele Erfahrungspunkte holen. Das wär sträflich, wenn ich das nicht tun würde. Ah, da ist sogar noch ein Urvieh. Guck mal, perfekt. Bevor ich mir das hole. Ist noch eine Höhle. Ach krass, guck mal, hier gibt es noch so viel zu entdecken, was ich noch gar nicht kenne. Ist ja krass. Komm, dann machen wir jetzt noch das Urvieh der Wüste. Guck mal, wie viel Schaden ich dem Vieh mache, ist ja Wahnsinn. Das hält ja gar nichts mehr aus. Gut, stehst nicht wieder auf. Ja, mittlerweile bin ich ein echt fucking mächtiger Magier. Also jetzt merkt man es wirklich. Wo sind denn diese Feuergolems? Da hinten rechts waren die, glaube ich. Hier geht's aber auch nochmal runter. Gibt's hier? Ja! Steintafel. Yes! Die habe ich diesmal gesehen. Die habe ich diesmal gesehen. Die habe ich sogar relativ sofort gesehen, muss ich sagen. Sehr geil. Hier haben wir noch einen Korb. Oh, Dietrich, immerhin. Komm, Anger. Raus mit dir. Und dann machen wir jetzt noch zum Abschluss, weil der Dino war jetzt auch keine große Herausforderung. Machen wir jetzt zum Abschluss nochmal die beiden Feuergolems, die wir da vorne haben. Irgendwas ist da auch. Irgendwas bewachen die da. Ich will wissen, was das noch ist. Könnte wahrscheinlich auch ein Grab sein. Wir haben ja gelernt, schon Feuergolems sind überhaupt keine Gegner. Waren sie nie, werden sie nie sein. Es sei denn, die schießen Feuerbälle, dann habe ich ein großes Problem. Das war's für dich, Mistvieh. Ja, guck mal, sogar noch ein Level up. Ach geil, noch eine Steintafel, jawohl. Also alleine nur für die Steintafeln hat es sich total gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Und da ist noch ein Crawler. Je mehr Steintafeln wir finden können, desto besser. Gut gemacht, elendes Drecksvieh. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, nochmal herzukommen. Und hier gibt es noch so viel zu entdecken. Diese eine Höhle da hinten. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ey, Anga, was ist los mit dir? Was ist hier, Moonwalk? Komm. Dieses Tal, dieses Ruinental gibt noch so viel her. Hier, diese Höhle da. Ich will wissen, was das für eine Höhle ist. 9 altes Wissen. Das ist so lecker. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Noch mehr sparen. Altes Wissen. Interessant. 9. Ey, Leute.
Wenn ich jetzt nochmal diese 11 Lernpunkte in altes Wissen investiere, dann kann ich die Krone tragen. Die mir nochmal richtig Schutz bringt. Richtig Rüstungswert bringt. Jawoll. Das muss ich unbedingt machen. Sehr, sehr geil. Ich könnte mal das ganze Fleisch, was ich mittlerweile mal habe, mich auch einfach mal braten. Okay, aber dann würde ich an der Stelle sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Das war eine sehr effiziente Folge. Viele Erfahrungspunkte gesammelt, den ersten Wassermagier getötet. Und in der nächsten Folge gehen wir da mal mit Anga zusammen in die Höhle rein. Ich bin gespannt, was es da noch zu finden gibt. Und wir werden uns den Rest der Gegend hier noch ein bisschen angucken, noch ein bisschen leveln, looten und leveln. Und dann werden wir gucken, dass wir Hurit und Saturas und die ganze Nomadenbande ausradieren. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.